Die Konkurrenz auf dem Telefon- und Internetmarkt, die wird immer härter. Einige Anbieter gehen deshalb mit dubiosen Methoden auf Kundenfang. Stellen Sie sich mal vor, liebe Zuschauer, Sie kriegen einen Anruf von irgendeinem dieser Callcenter und es wird Ihnen ein neuer Vertrag angeboten, mit dem Sie natürlich billiger telefonieren oder im Internet surfen können. Ja, und mancher lebt dann sein blaues Wunder. Auch wenn er gar keinen neuen Vertrag wollte, bekommt er eine Auftragsbestätigung oder gar Geld vom Konto abgebucht. Ja, was nun? Was tun? Unsere ZDF-Reporterin Simone Müller zeigt Ihnen jetzt genervte Kunden und wie Sie sich als Verbraucher schützen können. Clemens Künstler hängt in der Hotline. Er möchte mit der Firma Freenet sprechen, hört jedoch nur eine Stimme vom Band. Oh, es liegt zurzeit eine Sperrung Ihres DSL-Zugangs vor. Wir haben die Sperrung Ihres Zugangs durchgeführt, da wir zu unserer Mahnung keinen Zahlungseingang verzeichnen konnten. Der Ärger begann vor einem Jahr. Ein Mann am Telefon gibt sich als Mitarbeiter von Freenet aus, möchte einen DSL-Anschluss verkaufen, einen schnelleren Zugang zum Internet. Ich sage, gut, ich weiß noch nicht, ob ich etwas machen werde. Sie möchten mir doch bitte mal ein ausführliches Angebot schicken. Und dann bittet der Anrufer um die Kontonummer. Nur solvente Kunden bekämen solch ein Angebot. Ich gebe ihm das Girokonto und er sagt mir die Angebotsunterlagen zu. Doch statt des Angebots schickt Freenet gleich eine Auftragsbestätigung und kassiert. Von Künstlers Konto wird die erste Rate abgebucht, was er gleich wieder rückgängig macht. Und bei Freenet legt der Widerspruch ein per E-Mail. Es steht hier, Ihr Anliegen wird schnellstmöglichst an einen Sachbearbeiter weitergeleitet und bearbeitet. Trotz der Eingangsbestätigung behauptet Freenet, die Widerrufsmail sei nie angekommen. Später meldet sich auch noch ein Inkassobüro, will 307 Euro eintreiben. Über die Hotline kommt er nicht weiter. Clemens Künstler macht sich auf den Weg zu einem Freenet-Laden, will sich beschweren. Der Rentner war 40 Jahre lang im Industriemanagement. Ein solches Geschäftsgebaren hat er noch nie erlebt. Es mag sein, dass Freenet halt sagt, gut, wir versuchen es mal mit diesem Herrn Künstle. Wir haben zwar die fristgerechte Kündigung erhalten, aber wir ignorieren das einfach und sagen, ja gut, wir nehmen deine Kündigung an, aber die Laufzeit des Vertrages ist eben noch 2 Jahre. Mit versteckter Kamera begleiten wir Clemens Künstler in den Freenet-Laden. Künstler zeigt der Verkäuferin den Briefwechsel mit dem Unternehmen. Die Verkäuferin will ihm helfen, ruft bei einer Hotline an. Die können mir keine Auskunft geben. Der Fall ist schon beim Inkasso. Sie haben per E-Mail gekündigt. Meine Erfahrung sagt, E-Mails werden bei Freenet nicht gelesen. Die ganze E-Mail-Schreiberei für die Katz? Künstler reicht es jetzt. Zahlen wird er nicht und mit der Firma will er nichts mehr zu tun haben. Ich werde nicht bei Freenet Kunde werden. Niemals. Warum nicht? Ja, diese ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, das war mir einfach nicht reell genug. Und damit kann man keinen Kunden werben. Die Sache ist nicht in Ordnung. Der Rentner hat gelernt, nie wieder wird er einem Verkäufer seine Kontonummer nennen. Doch auch wer seine Bankdaten für sich behält, ist nicht sicher vor brachialen Verkaufsmethoden. Ich halte dich fest. Familie Bauer in Hamburg hat ebenfalls Ärger mit Freenet. Anfang des Jahres der Anruf eines Callcenters. Angeblich im Auftrag von Freenet. Ob Renate Bauer nicht einen DSL-Anschluss wolle, dabei hat die Rentnerin gar keinen Computer. Sie wollte mir Angebot zuschicken. Daraufhin hat sie zu mir gesagt, aber da bräuchte sie von mir meine Kontonummer. Und haben Sie ihr die gegeben? Nein. Dieselbe Masche wie bei Clemens Künstler. Doch Renate Bauer bleibt standhaft, denn wer am Telefon eine Kontonummer angibt, hat später schlechte Karten, wenn er beweisen muss, der Vertragsabschluss war nicht gewollt. Die Rentnerin bekommt eine Auftragsbestätigung, legt umgehend Widerspruch ein. Trotzdem erhält die Familie unaufgefordert ein DSL-Gerät, die sogenannte Hardware. Das schicken die Bauers zurück und jetzt will Freenet sogar noch Geld für das Gerät. Laut deren Aussage haben wir sie 14 Tage zu spät zurückgesandt und sie fordern von uns 169 Euro für die Hardware, die sie allerdings schon erhalten haben. Also das haben sie uns auch bestätigt, also dass sie bei denen im Haus eingegangen ist. Seitdem schickt Freenet eine Zahlungsaufforderung nach der anderen mit immer höheren Mahngebühren. Die Bauers verunsichert. Und man ist so machtlos, weil die einfach immer weiter gegen einen vorgehen. Und gerade so wie meine Mutter, die ist einfach eingeschüchtert. Bei der letzten Zahlungsaufforderung wird gesagt, der Anschluss wird gekappt.
Karin Bauer und ihre Mutter suchen Rat. Fahren mit uns zur Verbraucherzentrale Hamburg. Hallo, guten Tag. Andreas Maletzki ist Fachanwalt für Telekommunikation. Er sieht das Recht auf Seiten der Bauers. Freenet behauptet nun hier ganz offensichtlich, sie hätten diese 14 Tage Widerrufsrecht überschritten und deshalb müssten sie jetzt die Hardware bezahlen oder dergleichen. Das ist natürlich völliger Unfug, weil dieses Widerrufsrecht besteht natürlich nur dann, wenn sie überhaupt erst einen Vertrag haben. Das heißt, es gibt kein Widerrufsrecht, weil es keinen Vertrag gibt. Und deshalb können sie auch die Hardware nicht zu spät zurückgeschickt haben. Die Bauers offenbar kein Einzelfall. Von Andreas Maletzki erfahren wir, immer wieder haben sie mit Freenet zu tun. Wir haben sehr viele Beschwerden hier in der Verbraucherzentrale. Wir beraten ja zweimal wöchentlich Telekommunikationsrecht hier und Freenet spielt hier eine große Rolle. Callcenter rufen unaufgefordert Kunden an. Die sogenannte Kaltakquise. Verboten, aber immer noch üblich. Na, wir haben es einmal mit dieser Kaltakquise zu tun, aber insgesamt mit der Vertragsanbahnung. Also Freenet arbeitet ja überwiegend mit Promotern, die eben an die Haustür kommen, übers Telefon, auf der Straße Leute ansprechen. Und da läuft eine ganze Menge schief. Der Rat des Verbraucherschützers, einfach nicht zahlen und unverlangt zugesandte Ware schlicht ignorieren. Ich gehe davon aus, dass Freenet Sie alsbald in Ruhe lässt. Ja. Vielen Dank für die Beratung. Tschüss. Und das ist der Vorstandsvorsitzende von Freenet, Eckhard Spöhr. Bereits zweimal haben wir das Unternehmen um ein Fernsehinterview gebeten. Vergeblich. Heute nun Hauptversammlung der Aktionäre. Wir wollen versuchen, den Chef persönlich zu befragen. Wir sprechen ihn an und tatsächlich, in der Pause hat er Zeit für uns. Es gibt mal eine Pause, glaube ich, ja? Ja, wären Sie dann so freundlich? Aber vorab schildern wir ihm die Fälle. Der Freenet-Chef kennt offenbar das Problem und stellt klar, diese Form der Kundenwerbung sei für ihn inakzeptabel. Wenn Vertriebspartner von uns unsaubere Vertriebspraktiken anwenden, dann betrügen sie ja nicht nur den Kunden, unseren Kunden, sondern sie betrügen uns auch als Firma. Und wir haben einen unzufriedenen Kunden und das ist nicht in unserem Interesse. Deshalb sind wir auch sehr hart gegen diese Vertriebsstrukturen und Vertriebspartner vorgegangen und haben selbst von Unternehmensseite aus zahlreiche, ca. 30 Strafanzeigen gestellt gegen diese Praktiken bzw. gegen einzelne Mitarbeiter, die diese Praktiken angewendet haben. Man habe alles getan, um die Probleme zu lösen. Schuld seien die Callcenter gewesen. Die hätten fingierte Vertragsabschlüsse gemeldet, um Provisionen von Freenet zu kassieren. Damit soll nun Schluss sein, versichert der Freenet-Chef. Trotzdem, viele Kunden ärgern sich immer noch über unberechtigte Zahlungsaufforderungen. Und hier hat sich bei Clemens Künstle was getan. Er hat Post von KSP, dem von Freenet beauftragten Inkasso-Unternehmen. Man verzichte auf ausstehende Zahlungen. KSP schreibt, dass unsere Mandantin ohne Präjudiz für die Sach- und Rechtslage von der weiteren Geltungmachung der Forderung Abstand nimmt. Die Portfreigabe wird bei unserer Mandantin veranlasst. Doch sein Anschluss ist nach wie vor von Freenet besetzt. Er kann nicht zu einem anderen DSL-Anbieter wechseln und es droht noch eine dicke Abschlussrechnung. Noch einmal versucht er, die Sache am Telefon zu klären. Doch dann eine unangenehme Überraschung. Die Dame am Telefon sagt, sie habe keinen Einblick in seine Unterlagen. Ich kann das ja nicht alles schildern, was dieser ganze Vertrag, der ja nie zustande gekommen ist mit Freenet, was das alles bedeutet. Warum nehmen Sie sich nicht einen Anwalt, wenn Sie im Recht sind? Nicht einen Anwalt? Sind? Ja, ich habe keinen Vertrag mit Freenet. Warum soll ich zum Anwalt gehen? Ich kann nicht lückenlos nachweisen, da brauche ich keinen Anwalt. Ich glaube, dass Sie einen Anwalt nötiger brauchen als ich. Clemens Künstler ist einfach nur noch fassungslos. Wenn Freenet also die ganze Sache nun an ein Mahnwesen gibt, ja, und damit den eigenen Mitarbeitern sämtliche Schriftstücke sperrt, ja, dann hat es ja gar keinen Sinn, dass ich mit Freenet überhaupt spreche. Die können mir überhaupt nichts sagen. Also für mich ist das ein völlig unseriöses Geschäftsgebaren. Ja? Und ich kann mir daraus also keinen Vers machen drauf. Ne? 4 Wochen später. Clemens Künstler hat noch einmal Post bekommen. Freenet schreibt nun, das ZDF habe sich gemeldet. Die Sache sei erledigt. Man bedauere das Ganze. Die Entschuldigung geht überhaupt nicht darauf ein, was innerhalb eines Jahres alles passiert ist. Klar. Zwischen Freenet und was mir. Was glauben Sie denn, warum die jetzt auf einmal den Rückzieher gemacht haben? Ja, der Rückzieher kam mit Sicherheit in erster Linie durch Sie, durch das ZDF zustande. Wäre ich allein auf mich gestellt gewesen, ohne Anwalt, wäre die Sache nie so abgelaufen. Clemens Künstler konnte inzwischen den Internetanbieter wechseln. Auch im Fall der Familie Bauer verzichtet Freenet nun auf alle bisher erhobenen Ansprüche. Unseriösen Geschäftemachern will die Bundesregierung das Handwerk legen.
nur mit Unterschrift des Kunden, sollen künftig Telefon- und Internetverträge Gültigkeit haben.